Willkommen in der Zentralbibliothek der Hochschule München. Die Zentralbibliothek der Hochschule München befindet sich in der Lothstraße 13D. Das Haus wird hochschulintern als Gebäude H bezeichnet. In der Scheibe des Lesesaals im Bild rechts oben spiegelt sich eine Amphore. Sie ruht auf einer der 7 Säulen der Weisheit, die sich auf dem gesamten Campusgelände verteilen. Der Eingang zur Bibliothek befindet sich im 2. Stock. Während des Semesters öffnet die Bibliothek montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 24 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 9 und 22 Uhr. An gesetzlichen Feiertagen bleibt die Bibliothek geschlossen. Innerhalb der Öffnungszeiten gibt es Servicezeiten von montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 19 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Zu diesen Zeiten stehen Ihnen die Bibliothekarinnen und Bibliothekare zur Verfügung. Während der erweiterten Öffnungszeiten abends und an den Wochenenden ist die Bibliothek nur als Lernort offen. Bücher können über die Selbstverbuchungsanlage entliehen werden. Während dieser erweiterten Öffnungszeiten führt ein Sicherheitsdienst Aufsicht. Im Vorraum der Bibliothek lädt eine Sitzecke zur Lektüre der aktuellen Tageszeitung ein. Bitte beachten Sie, dass ab hier die Nutzung von Mobiltelefonen nicht mehr erlaubt ist. Auch bitten wir Sie, keine Nahrungsmittel und Getränke nur in Flaschen mit Schraubverschluss mitzubringen. Die Fächer in der Garderobe stehen nur während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Sie bieten Platz für Taschen und Mäntel. Zum Verschließen benötigen Sie eine 2-Euro-Münze, die Sie beim Öffnen wiedererhalten. Für Ihre Arbeitsmaterialien stehen praktische Plastikkörbe bereit. Während der Servicezeiten geben Ihnen die Bibliothekarinnen und Bibliothekare Auskünfte, stellen Ausweise an Gastnutzer aus und nehmen zu zahlende Mahngebühren entgegen. Außerdem können Sie Bücher aus dem Magazin an der Ausleihe abholen. Die Wartezeiten richten sich danach, wie viele Bibliothekare gerade im Haus sind. Meist geht es jedoch schnell, innerhalb einiger Minuten. Im Hintergrund der Ausleihtheke befindet sich das sogenannte Bestellregal. Während der Servicezeiten händigen Ihnen die Bibliotheksmitarbeiter vorgemerkte Bücher sowie Fernleihen und Bestellungen aus, den Teilbibliotheken Karlstraße und Pasinghaus. Ebenfalls im Eingangsbereich der Bibliothek befinden sich 2 Selbstverbuchungsanlagen. Bitte legen Sie die zu entleihenden Bücher auf die Ablage und lesen Sie den Barcode Ihres Nutzerausweises ein. Sie werden aufgefordert, sich durch die Eingabe Ihres Passwortes zu authentifizieren. Die Grundeinstellung des Passworts sind Tag und Monat Ihres Geburtsdatums. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, das Passwort im OPAC zu ändern. Um die Leihfrist besser im Blick zu behalten, empfehlen wir den Ausdruck der Quittung. Wir bitten Sie, sich beim Verlassen des Selbstverbuchers abzumelden. Alle gedruckten Bücher und Zeitschriften sowie alle E-Books im Bestand der Hochschulbibliothek München sind im OPAC, dem virtuellen Katalog, verzeichnet. Sie finden OPAC-Terminals an den zentralen Punkten der Bibliothek. Vor der Suche müssen Sie den Standort auswählen, von dem Sie das Buch abholen möchten. Da wir uns in der Zentrale befinden, wählen wir das blaue Kästchen für Zentralbibliothek. Wir suchen zunächst nach Voyage 2. Die Anführungszeichen bewirken, dass Voyage und die 2 direkt nebeneinander stehen müssen. Als Ergebnis erhalten wir eine Anzeige von 7 mehrbändigen Werken und einer CD-ROM. Wir suchen das Lösungsheft zum Lern- und Arbeitsbuch zu Voyage 2. Da die Treffer nach dem Erscheinungsdatum sortiert sind, empfiehlt es sich, von oben nach unten nach dem aktuellsten Buch zu suchen. Durch Ausprobieren finden wir heraus, dass das Buch Voyage mit der 2-eckigen Klammern das gewünschte Lösungsheft ist. Die lange Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen ist die Signatur. Steht eine 30 schräger voran, befindet sich das Buch in Pasing und kann mit einer Lieferzeit von ca. 3 Werktagen von dort bestellt werden. 00 schräger steht für Bücher aus der Zentralbibliothek. 10 schräger steht für Bücher aus der Bibliothek in der Karlstraße. 01, 11 und 31 sind die jeweiligen Magazinstandorte. Wir erfahren, dass das Buch mit der Signatur 00 schräger ID 1572 J27-2,2+10 in der Zentralbibliothek ausleihbar ist. Bitte beachten Sie die Standortinformation Lehrbuchsammlung. Wären alle Exemplare in der Zentralbibliothek verliehen, könnten Sie sich das Buch über den Reiter bestellen und vormerken,
aus einer anderen Teilbibliothek bestellen oder vormerken. Die Nachricht, dass ein Buch für Sie an der Ausleihtheke zur Abholung bereit liegt, erhalten Sie auf Ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse. Gastnutzer bitten wir, beim Ausstellen des Ausweises eine E-Mail-Adresse anzugeben. Bücher dürfen in der Regel für 4 Wochen entliehen werden. Anschließend dürfen Sie sie bis zu 3-mal verlängern. Sollte ein anderer Nutzer das Buch während dieser Zeit vormerken, erhalten Sie per Post eine Aufforderung, das Buch innerhalb einer verkürzten Frist zurückzubringen. Wir klicken den Link in die Merkliste an, um eine zweite Suche auszuführen. Nach einer weiteren Suche haben wir auf den Reiter Merkliste geklickt und notieren uns die beiden Signaturen. Die Bücher sind in der Bibliothek nach Sammlungen und Fachgebieten aufgestellt. Die beiden wichtigsten Sammlungen sind die Lehrbuchsammlung und der sogenannte normale Bestand. Es kommt vor, dass ein Buch in beiden Sammlungen vorhanden ist. Darum ist es wichtig, bei der OPAC-Suche auf den Hinweis Lehrbuchsammlung zu achten. Auf dem Übersichtsplan der zweiten Etage sehen wir, dass sich die gelb markierte Lehrbuchsammlung nahe an unserem aktuellen Standort im Eingangsbereich der Bibliothek befindet. Der übrige Teil der zweiten Etage ist überwiegend vom normalen Bestand in den Fachgebieten Informatik, Signaturbeginn SR bis SU, Rechtswissenschaften, Signaturbeginn P, Wirtschaft, Signaturbeginn Q und Sprachwissenschaften, Signaturbeginn E bis K belegt. Die Lehrbuchsammlung ist durch Schilder an der Decke sowie die gelben Regalmarkierungen gekennzeichnet. An der Kopfseite eines Regals finden wir den Signaturbeginn ID 1572, Französisch Grammatik, Übungsbücher, Sprachführer. Das gewünschte Buch liegt im Regal. Der gelbe Sticker weist es als Lehrbuch aus. Innerhalb der Lehrbuchsammlung gibt es einige Titel mit dem zusätzlichen Sticker Semesterausleihe. Diese Bücher sind nur für Studenten der Hochschule München und dürfen für das gesamte Semester entliehen werden. Bitte beachten Sie zu Semesterende die Hinweise auf die Abgabefrist der Semesterausleihen auf der Bibliothekswebseite. Auf unserem Weg durch die Bibliothek finden wir im Lesesaal einen großen Locher, ein oft genutztes und häufig gefragtes Hilfsmittel. Im hinteren Bereich der zweiten Etage finden Sie unseren Besprechungsraum. Hier bieten wir regelmäßig unsere Abschlussarbeitstrainings mit Recherchetraining in elektronischen Datenbanken und Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten an. Kurse zu Literaturverwaltungsprogrammen ergänzen unser Angebot. Die aktuellen Termine finden Sie auf unseren Webseiten sowie auf dem Flyer Clever Studieren, der in der Bibliothek ausliegt. Auf der dritten Etage finden Sie unter anderem den normalen Bestand der Naturwissenschaften dunkelgrün und der Technik dunkelblau. Ebenfalls auf der dritten Etage befindet sich die Information, wo Sie von montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr Ihre Fragen zur Nutzung der Bibliothek mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klären können. Schräg gegenüber der Information befindet sich der Datenbank-PC. Wenn Sie auf dem Startbildschirm DEWIS Literaturdatenbanken anklicken, erhalten Sie eine Liste der Fachgebiete. Zu jedem Fachgebiet gibt es eine Reihe von elektronischen Datenbanken, die Ihnen die Suche insbesondere nach Zeitschriftenartikeln, Konferenzbänden, Normen und Statistiken erleichtern. Auch die Springer E-Books sind über DEWIS recherchierbar. Der Umfang der verzeichneten Quellen übersteigt insbesondere im Zeitschriftenbereich den der gedruckten Quellen um ein Vielfaches. Die Datenbanken sind damit eine wichtige Fundgrube für von Professoren gerne als Zitat gesehene Dokumente für Referate, Seminar- und Abschlussarbeiten. Die Übersicht zeigt die Liste der wichtigsten Datenbanken, die über das Hochschulnetzwerk zugänglich sind. Hochschulangehörigen stehen die Datenbanken bis auf BackOnline auch über den VPN-Client außerhalb der Hochschule zur Verfügung. Ganz am Ende des Infoschreibtisches steht der sogenannte Normen-PC. Hier können hochschulexterne DIN- und VDI-Normen einsehen. Außerdem stehen allen Nutzern an diesem Gerät die VDI-Normen zur Ansicht zur Verfügung. Im Hintergrund sehen Sie die blauen DIN-Taschenbücher. Sie erscheinen alle paar Jahre und fassen die Normen eines Fachgebietes, zum Beispiel Papiertechnik, jeweils in einem Band zusammen. Die DIN-Taschenbücher sind für alle Nutzergruppen ausleihbar.
Im Vordergrund sehen Sie jeweils die aktuellsten Jahrgänge unserer gedruckten Zeitschriften alphabetisch aufgestellt. Weiter hinten befindet sich in dem grün markierten Regal die sogenannte Semesterapparate. Die Professoren lassen sie anlegen, damit bestimmte Medien jeweils für ein Semester immer in der Bibliothek verfügbar sind. Die Medien aus den Semesterapparaten sind nicht ausleihbar. Überall in der Bibliothek befinden sich Bücherwägen oder gekennzeichnete Ablagetische, auf denen wir Sie bitten, die von Ihnen genutzten Bücher und Zeitschriften abzulegen. Die gesamte Regalflucht enthält die älteren Zeitschriftenjahrgänge größtenteils in gebundener Form. Gebundene Zeitschriftenbände mit Mediennummer sind ausleihbar, ungebundene Zeitschriften ohne Mediennummer jedoch nicht. Die beiden Regale im hinteren Bereich der dritten Etage enthalten die Abschlussarbeiten nach Fakultäten sortiert. Abschlussarbeiten sind 14 Tage ausleihbar. Inzwischen können Sie Ihre Abschlussarbeiten auch elektronisch veröffentlichen, indem Sie uns Ihr Werk als PDF zusenden. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Bibliothekswebseite unter dem Punkt HM Digital. In einem Raum am dritten Stock befindet sich der Auflagescanner, mit dem Sie schnell und in guter Qualität scannen können. Auf dieser Etage befinden sich zudem weitere abgeschlossene Lernkabinen, in denen Sie alleine oder in kleinen Gruppen arbeiten können. Die Bibliothek bietet insgesamt ca. 200 Arbeitsplätze verteilt auf den Lesesaal und die Etagen. Sollte der Platz dennoch einmal nicht reichen, bietet das Lernzentrum weitere 70 Plätze im Erdgeschoss an. Hier werden zudem studienbegleitende Kurse und Tutorien abgehalten. Die Galerie in der vierten Etage beherbergt unter anderem den normalen Bestand der Fachgebiete Kunst und Design mittelblau, Politik und Geschichte mit grün und Geografie braun. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, kein Mobiliar vor die Notausgänge zu rücken und sich mit der Lage der Fluchtwege vertraut zu machen. Auf der vierten Etage finden wir schließlich unser zweites Buch in der Gruppe NK 9100. Zur besseren Orientierung sind die Fachgebietsgruppen noch einmal an den Regalböden angebracht. Da ist es ja. Allgemeinbildung. Das musst du wissen. Ach, wenn es doch im Studium auch so einfach wäre. Wir laden Sie ein, nicht den einfachen Lösungsversprechen zu folgen, sondern in der Bibliothek einen Raum zu finden, wo Sie im engeren Sinne der Wortbedeutung studieren, nämlich sich bilden können. Bücher, die Sie außerhalb der Öffnungszeiten zurückgeben möchten, bitten wir Sie, in die Rückgabeklappe in der Lotstraße einzuwerfen. Vielen Dank für Ihr Interesse, Ihre Hochschulbibliothek München.